Moin. Ganz kurz, bisschen was Ernsteres diesmal von mir. Ihr wisst sicherlich alle von der Demonstration, die geplant ist am 22.10. In Bonn, aber nicht nur in Bonn, auch regional. Und ihr kennt die Aktion mit den grünen Kreuzen. Da hatte ich bei YouTube ja auch mal ein Video zu gemacht und hatte auch ein Kreuz aufgestellt. Und jetzt kam mir noch eine Idee. Und zwar, das habe ich mit Ina gerade durchgesprochen, wir werden unseren Hofladen am 22.10. schließen, also morgens gar nicht öffnen, werden einen Zettel in die Tür stellen und darauf erklären, warum dem so ist. Darauf werden unter anderem dann auch die Forderungen zu lesen sein, die wir fordern bei der Demonstration und bei den regionalen Veranstaltungen. Dem aber nicht genug, weil was nützt es, wenn wir unseren Hofladen zumachen? Es nützt herzlich wenig. Und aus dem Grund habe ich mir überlegt, da einfach mal drauf aufzurufen, dass alle, die einen Hofladen haben, alle Bauern, die einen Hofladen betreiben, ganz egal, ob das ein Automatenladen ist, ein einzelner Automat ist, eine Milchtankstelle, ein richtiger großer Hofladen mit Angestellten oder was auch immer, vielleicht eine bäuerliche Bäckerei oder ein bäuerlicher Metzger, Schlachter, wie auch immer. Wenn ihr eine Möglichkeit seht, euren Laden am 22.10. zu schließen, dann tut es. Dann unterstützt diese Aktion. Wie Thomas schon des Öfteren jetzt zu Recht gesagt hat, haben wir noch nie eine solche Einigkeit unter den Bauern in Deutschland erreicht. Und das sollen wir jetzt auch richtig nutzen. Das müssen wir nach vorne bringen. Und da ist ein bisschen Umsatz, der verloren geht. Nicht schön, aber immer noch besser als verloren gegangene Existenzen. Und das wird so kommen, wenn es so weitergeht mit der deutschen Landwirtschaft. Also, ich hoffe, euch gefällt die Idee. Ich hoffe, es nehmen so viele wie möglich von euch daran teil. Und wenn ihr mögt und die Idee gut findet, dann teilt gerne dieses Video, damit es auch bekannt wird und damit auch alle, die gerne mitmachen wollen, auch die Chance dazu haben. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.